Du willst am 8. Oktober wählen, kannst aber selbst nicht vor Ort sein? Ich erkläre dir in einer Minute, wie die Briefwahl funktioniert. Einige Wochen vor der Wahl erhältst du per Post deine Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung findest du den Antrag auf Briefwahl. Den musst du ausfüllen, unterschreiben und an den vorgedruckten Kontakt zurücksenden. Nach einigen Wochen erhältst du dann deine Briefwahlunterlagen. Auf dem Stimmzettel setzt du deine Kreuzchen für die Erst- und die Zweitstimme. Anschließend legst du den Stimmzettel in den blauen Briefumschlag. Dann musst du die Versicherung an Eides Stadt unterschreiben. Also du musst versichern, dass du wirklich du bist. Die Versicherung und den blauen Umschlag legst du dann gemeinsam in den roten Umschlag. Und diesen roten Briefumschlag, den wirfst du dann einfach in den Briefkasten. Das muss unbedingt rechtzeitig passieren, damit der Brief pünktlich zum 8. Oktober angekommen ist. Die Versandkosten übernimmt übrigens das Land Hessen. Dafür müsst ihr also nicht aufkommen. Die Briefwahlunterlagen, die könnt ihr noch bis zum 6. Oktober beantragen.